Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Korsex 3, die Bemühung im Osten. Nach der Schlacht bei Edge Hill fehlten der Armee des Königs die Kräfte, London einzunehmen. Der Gegner hat sich abgesetzt, um sich auf die kommenden Schlachten vorzubereiten. Der Graf von Essex hat sein Quartier in Windsor aufgeschlagen, während der König damit beschäftigt war, eine Verteidigungslinie um Oxford, seine einstweilige Hauptstadt, einzurichten. Der Graf von Essex war in Windsor nicht sehr aktiv, aber es kam zu vielen Kämpfen in Yorkshire und Devon. William Cavendish, der Graf von Newcastle, sandte Truppen nach Yorkshire vertrieb die Anhänger des Parlaments aus der Grafschaft. Dann wandte er sich den Textilstädten der Puritaner zu, darunter Halifax. Die Anhänger des Parlaments unter dem Befehl von Sir Thomas Fairfax kamen zu Hilfe und zwangen den Grafen von Newcastle dazu, von diesen Städten abzulassen. Daraufhin marschierte er nach Süden, um sich mit dem Schiffsverband der Königin zu treffen. Im Westen sammelte Baron Hopton seine Miliz zusammen, vertrieb die Roundheads aus Cornwall und marschierte in Devonshire ein. Der Graf von Stanford, mein Gott, marschierte ihm entgegen. Um ihn abzufangen, wurde aber deutlich besiegt. Nur den großen Städten wie Bristol und Gloucester gelang es, sich den Royalisten im Westen weiterhin zu widersetzen. Der Graf von Stamford brauchte jedoch nicht lange, um eine neue Armee aufzustellen. Trotz all dieser Siege gelang es den Royalisten nicht, ihren Gegner eine entscheidende Niederlage zu versetzen. Und so setzten die Anhänger des Parlaments ihren Widerstand fort und bereiteten sich auf ihre neuen Gefechte vor. Ihr habt euch als fähiger General und geschickter Verwalter bewiesen. Das Parlament hat euch zum Befehlshaber der Eastern Association ernannt, der gemeinsamen Miliz von Essex, Hertfordshire, Norfolk, Suffolk und Cambridgeshire. Ihr macht euch auf den Weg nach Osten, um den dortigen Adel für die Seite des Parlaments anzuwerben und die Städte zu überzeugen, euch Männer und Waffen zur Verfügung zu stellen. Vergesst nicht, es ist nicht notwendig, das, was ihr wollt, mit Gewalt zu nehmen. Es gibt immer auch andere Wege. Hört sich so ein bisschen an wie die letzte Mission schon. Außer, dass ich diesmal über mehr Truppen verfügen werde und nicht nur so eine kleine Truppe zusammenstellen werde von den paar Dörfern, die ich besitze. Ihr müsst unsere Verteidigung organisieren, denn diese reichen Grafschaften werden häufig von Royalisten geplündert. Verliert keine Zeit und nehmt die Straße nach Westen. Immerhin haben sie sich nicht mit Westen und Osten vertan. So, wen haben wir denn da? Schon die ersten Leute auf unserem Weg. Ha, sehr schön, da fehlt der Text. Da fehlt die Auswahl. In der deutschen Fassung anscheinend. Oh, ich hasse so Lokalisierungsfehler. Weil ich jetzt auch keine Ahnung habe, weil ich den überhaupt gesagt habe. Kann sein, dass ich den gesagt habe, verpisst euch gefälligst, sind es nirgendwo. Hier ist unser guter Kommandant. Guten Tag, Sir. Nun, nicht so gut, wenn ihr wüsstet, dass diese Kavalier unsere, das heißt eure Arbeiter, gefangen genommen haben und sie in einem Dorf im Westen festhalten. Ohne sie können wir nun ja, könnt ihr keine Armee aufstellen und den Gegner im Norden besiegen. Wahrscheinlich hätte ich die Arbeiter auch haben können, aber hab denen gesagt, ach, haut ab. Geht dahin, wo der Pfeffer wächst. So, was haben wir denn da vorne? Haben wir irgendeinen Musketenschützen? Sieht nämlich nicht so aus. Sind alle Schildkämpfer, Söldner, ein einziger Dragoner. Ah, da ist auch noch ein weiterer Dragoner.
So, wie nah muss ich denn ran, dass die endlich mal feuern? So ein Stück näher ran. Genau, kämpft. Oh, dieser dämliche Trommler, der da hinten am Stehen bleibt. Ihr habt die Bauern befreit, jetzt könnt eure Armee aufstellen, besiegt die Royalisten. Emisk 2Q Passant 2 Punkt fixt. Ich werde alles beschaffen. Top, der Fehler gilt. So, liebe Bauern, dann kommt doch mal her. Ich könnte nämlich direkt mal das Stadtzentrum bauen. So, ressourcentechnisch können wir hier unten auch schon mal die landwirtschaftlichen Geräte herstellen. Hier die Getreidebehandlung hochziehen. Ich weiß nicht, ob die Lords jetzt meine Feinde sind. Ich glaube nicht. Die Lords sind doch die, die immer überfallen werden, oder? Ich speichere mal. Weil hier oben ist schon mal nichts in die Richtung, dass die angreifen würden, wenn ich da oben einmarschiere. So. Bringt den Ausbau voran. Dann können wir direkt die Minen in Anführungsstrichen ausbeuten. Wir können direkt eine Kaserne aufbauen. Du kannst der erste richtige Bauer werden. So, da vorne haben wir Stein. Auf der anderen Seite haben wir relativ viel Holz. Damit können wir forschen. Konzentriere dich doch mal lieber auf die Musketenschützen. Das mit der Reiterei müssen wir jetzt noch nicht vorantreiben. Ich überlege gerade, ob ich gerade auf dem anderen Monitor so ein bisschen Tearing sehe, aber das ist immer schwierig beim Aufnehmen hier festzustellen. Weil der Mausefousing hier aktiviert ist und beide Monitore bzw. beide Anschlüsse auf 60 Hertz laufen, aber ich weiß doch auch nicht.
und fertig. Dann lernt ihr direkt Geologie für 500 Gold. Mir fällt gerade auf, ich darf gar keinen Stall bauen. So, gehen wir mal zu dem Lord und schauen wir mal, was er uns zu sagen hat. Und ich hoffe, er hat uns was zu sagen. Ja, er hat uns zu sagen, dass er ein Feind ist. Was nun? Recruiter Wait, Recruiter Pay. Das sind alle Musketiere. Na toll. Ah, da unten ist das Gold, was ich gesucht habe. Geh mal da runter. Ich glaube, die Erzmine ist auf der anderen Seite. Da haben wir zwei Kohleminen im Osten. Okay, alles fein. Wir können das Spiel sogar noch ein Stück beschleunigen.
So schnell werde ich jetzt nicht Ärger bekommen von Feinden. Und wir sind auch ziemlich sehr... Ach so. Das habe ich jetzt bekommen dafür. Weil ich dem einen Typen ein bisschen Gold gegeben habe. Na toll. So, mal ein bisschen Geld ausgeben, weil ich muss die Goldmine auf jeden Fall ausbauen. So, nochmal 4, dann haben wir 25 da drauf. Dann nehmen wir die zwei jetzt noch hier für Holzproduktion. Ist doch nicht, da waren auch noch Bauern dabei, unglaublich. So, ihr zwei könnt euch noch um Stein kümmern. Was wird die nächste Stufe kosten? 7750 Gold. Soll das eigentlich eine Darstellung des Big Ben sein? Als Stadtzentrum? Ist das historisch korrekt? Da ich den mehrfach baue? Vielleicht gab es ja früher mehr Big Bens. Also mehr als ein. ...5500 Nahrung. Okay, das kann ich mir ganz gut leisten. Das ist auch in Ordnung. Und hier bitte auch und endlich weiter. So, dann haben wir da noch 5 weitere drin. Entschuldigung. Das hasse ich. Sie bewegen sich und haben eigentlich keine richtige Aufgabe. Da fehlen noch welche? Okay. Jetzt aber nicht mehr. Diplomatiezentrum kostet nicht nur Holz und Stein. Gibt's nicht irgendwo hier oben noch eine Goldmine? Dann muss ich wirklich mit einer einzelnen Goldmine klarkommen. Du mich einfach auch. Vier, fünf. So, Kirchenbeistand können wir auch eben holen. Die Truppen breiten sich langsam aus. Beziehungsweise langsam kriegen wir auch eine kleine Truppe zusammen. Eine kleine Armee. Gucken wir mal, was wir hier kriegen. Leichte Kavallerie können wir holen. Aber eigentlich müssten wir Grenadiere einkaufen nachher, weil wir haben nichts... um irgendwas zu durchschießen. Außer wir werden die Kanonen hier erobern in der Mitte. Dafür müssen wir aber auch erstmal die ganzen Musketiere hier platt kriegen. Vielleicht wäre es sogar ganz gut, die leichte Kavallerie zu nehmen.
womit der das zu erledigen. So, den Schmied hatten wir schon. Das haben wir auch schon gebaut. Die Kaserne des 18. Jahrhunderts müssten wir freischalten. Wir können das aber nicht erforschen, hat sie also auch schon erledigt. So, und wir machen die Brücke ein bisschen dicht. Sechsundfünfzig, 60 will ich haben. Und da haben wir die 60. Jetzt am besten noch für Holz und Stein nochmal so 20 mehr. Und dann kann ich erstmal zufrieden sein mit das, was ich produziere. Genau, mach das ruhig. Haben wir noch irgendwas offen? Nee. So, 11 frei. Dann setzt sie hier unten auf Holz an. 1550 plus Eisen. ...7750 Gold. Das wird nicht so schnell gehen. Benötigt Artilleriedepot. Besitze ich natürlich auch nicht. So, weitere 10 neue. Ich weiß gar nicht, wird Stein irgendwann mal verbraucht? Vielleicht ist es einfach ein göttliches Geschenk, der Stein, der niemals leer geht. Das haben die auch bestimmt früher auch gedacht. Oh, guck mal, da blubbert die Erde, blutet schwarz. Das wird wahrscheinlich auch für alle Zeit laufen. Fast. Fast, liebe Menschen der Vergangenheit. Wir sind jetzt nur abhängig von irgendwelchen Staaten, wo man gehängt wird, wenn man mit einer Frau schläft, mit der man nicht verheiratet ist. Aber sonst geht es uns insgesamt doch ganz gut. Was will man mehr? Viereckaufstellung. So, jetzt müssen wir die Goldmine upgraden können. Sehr schön.
Kostet natürlich jetzt erstmal ein Heidengold, aber passt schon. Jemand baut die dann, beziehungsweise wirft die auch mehr ab dann. An der nächsten Stufe sind wir ja auch relativ nah dran. Das waren auch schon alle, die da rein konnten. Baut gerne noch ein weiteres Stadtzentrum. Das erhöht ja auch unser Bevölkerungslimit nochmal. Und baut auch gerne mal eine weitere Mühle. Warum brauche ich eigentlich plötzlich weniger Holz dafür? Egal. Wird schon seine Gründe haben. So, ihr wart mit denen fertig. Ihr könnt aber auch direkt nochmal 5 Häuser setzen. Kann sein, dass ich truppentechnisch eigentlich schon genug habe. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Nachdem ich einmal früher so fies verloren habe.